18.43 Uhr. Wir sind zurück zu unserer Magazin Folge 50 hier am 31. Mai, dem letzten Tag des Monats Mai. Und dann geht es ja dann morgen dann schon prompt in den Juni rein. Und da lese ich auch gerade zu dem bald anstehenden zweijährigen Jubiläum von Marc Surer. Hoffentlich steigt beim zweijährigen Jubiläum eine große Party. Wäre natürlich schön, klar, alle am besten beisammen zu kriegen und dann macht man da so eine schöne Grillparty, hätte natürlich auch was dabei und am besten, wir laden noch ein paar Zuschauer mit ein. Ideen sind toll, aber das wird so mit Sicherheit bei einem Zweijährigen jetzt in dieser Form nicht möglich sein, aber wer weiß, was nicht ist, kann ja irgendwann mal noch werden. Reit schreibt, schade, dass die Sendung mit Marc Surer ausgefallen ist. Ja, aber nicht nur mit Marc, sondern eben auch noch mit Andreas Kröbel da Montag, bedauerlicherweise. Ja, leider hätte ich mir auch nicht so gewünscht, im Gegenteil. Aber wie gesagt, Marc Surer war alleine 11 Stunden unterwegs mit dem Auto von Monaco zurück, nach Spanien in diesem Fall, weil er ja dann ohnehin ja dann auch eben am Wochenende wieder vor Ort sein wird. Und da ist es ja quasi dann bei ihm schon auch direkt vor der Haustüre. So, was haben wir dann noch? F1 Terminator schreibt, Marc wird Sergeant ersetzen. Na, so sieht es auch noch nicht aus, aber zu Mick Schumacher kommen wir natürlich nachher auch noch. Red Bull bringt neue Upgrades dieses Wochenende. Ja, das wird ja ohnehin ja auch ein Wochenende der Wahrheit, vor allem eben ja auch für Mercedes, weil da natürlich dann auch, kann man sagen, schon die Vorentscheidung fällt, wie wird der weitere Saisonverlauf für Mercedes aussehen. Monaco natürlich keine Strecke für entsprechende Upgrades, trotzdem hat man sie mitgebracht, aber ob sie sich gelohnt haben, ob sich dann auch was Wesentliches verändern wird bei Mercedes, man wird es dann eben entsprechend dann auch sehen. So, was haben wir denn noch an dieser Stelle? Ferrari braucht Fahrer, die fehlerfrei fahren. Ja, das ist das, was ich im Kern ja auch schon öfters kritisiert habe und viele andere ja auch kritisieren. Und wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich ganz klar darauf wetten, auch Ferrari wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren definitiv nicht Weltmeister werden. Auch wenn ich mich freuen würde für Ferrari. Mercedes brauchen wir jetzt erstmal nicht, waren jetzt ja lange genug schon in Folge Weltmeister. So sehr ist das Scuderia und Maranello wünschen würde, aber mit diesem Team, mit diesen Fahrern, in dieser ganzen Konstellation wird das auch die nächsten Jahre nicht funktionieren. Man wird natürlich den ein oder anderen Rennsieg einfahren, aber eher mehr Leclerc wie Sainz. Und irgendwann wird dann auch diese Diskussion, diese Gerüchteküche möglicherweise um einen Wechsel von Leclerc. Wir wissen, klar, Verträge sind noch da, aber wir wissen auch, wie haltbar solche Verträge sein können in der Formel 1, generell im Sport oder gar nicht generell auf der Welt, kann man sagen. Verträge sind immer schön, wenn sich beide Seiten dran halten wollen. Will es eine Seite nicht, dann bringt ja der beste Vertrag auch wieder nichts. Also von dem her, ich glaube, wir sehen vielleicht noch 1-2 Jahre Leclerc bei Ferrari und dann wird da ein anderer drin sitzen, wer auch immer das dann sein möge. Ob das ein Lando Norris ist, weil für den ist es dann natürlich schon auch ein Upgrade statt ein Downgrade, wenn man mal in der Formel 1 Sprache bleiben möchte. Aber ein Leclerc, der wird sich ja auch irgendwann selber mal fragen müssen, wenn er da sein großes Ziel noch erreichen möchte, Weltmeister zu werden, dann braucht er natürlich perspektivisch auch ein Team, mit dem man das erreichen kann. Und er hat es schon zu Zeiten von Sebastian Vettel mitbekommen, dass das schwierig ist. Und jetzt ist er quasi ja im Team selber die Nummer 1 und bekommt es eben auch an der eigenen Haut zu spüren, dass das so in der Form alles nicht funktioniert. Und da wirst du dich irgendwann fragen, wie lange tue ich mir das eigentlich noch an? Ich glaube, mittlerweile könntest du ein ganzes Fotoalbum mit Leclerc und Sainz-Bildern bestücken, die entsprechend eine Miene, die ziemlich weit runter geht, also die ziemlich betröppelt gucken, dann auch füllen. Und ein Fotoalbum mit freudigen Bildern von Leclerc und Sainz, ja, da kriegst du vielleicht nicht mal die Hälfte voll. So, jetzt kommen wir erstmal zu Thema Nummer 3 und da kommen wir nämlich zu einem, der tut sich momentan auch so ein bisschen schwer. Er ist ja am Anfang der Saison ja auch gelobt worden dafür, als er ja mit seinem Handbruch gewissermaßen ja dann noch gefahren war, als es noch nicht vollständig ausgeheilt wurde, ist er ja schon auch ein bisschen zum Helden erklärt worden. Aber so jetzt in den vergangenen Rennen, man hat schon gesehen einfach auch, wie groß der Unterschied zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso ist. Vor allem eben am Sonntag.
Sonntag hat man es gesehen, aber eben natürlich auch am Samstag im Qualifying. Da war es eben schon nicht gerade das beste Ergebnis, als 14. im Q2 ausgeschieden, während eben dein eigener Teamkollege die Chance hat, die Pole Position wiederum zu fahren und nur knapp dran vorbeigeschlittert ist, ist das natürlich eine ziemlich ernüchternde Angelegenheit und am Sonntag sowieso mit Platz 2 für Alonso und dem vorzeitigen Aus eben von Stroll im Rennen. Und da sieht man einfach auch mal diesen großen Klassenunterschied. Und vor allem war der Ausfall von Stroll auch nicht deshalb verheerend, weil Stroll ohnehin schon nicht in den Punkterängen überhaupt lag, sondern weil er vor allem das gesamte Rennwochenende in Monaco klar und deutlich hinter seinem Teamkollegen, hinter Fernando Alonso war, der eben sein fünftes Podium im sechsten Rennen einfahren konnte. Mike Drack, der Teamchef von Aston Martin, nimmt allerdings seinen Fahrer, der ja zugleich auch der Sohn des Teambesitzers Lawrence Stroll ist, in Schutz, könnte man auch gleich eher vielleicht so formulieren, erwartungsgemäß in Schutz, weil du kannst ja schlecht den Fahrer kritisieren im Auto, dessen Sohn eben da drin sitzt. Wäre wahrscheinlich was anderes, wenn da jetzt, weiß ich nicht, lass es Nick de Vries, Logan Sargeant oder sonst irgendein Fahrer sein, der die Leistung so in der Form nicht bringt. Da hätten wir mit Sicherheit schon ganz andere Diskussionen, eben wie wir es bei Nick de Vries ja schon jetzt hören, diese Gerüchte um ein vorzeitiges Aus bei Alpha Tauri und auch bei Logan Sargeant und ein vorzeitiges Aus bei Williams, dazu kommen wir dann später auch noch. Aber da ist es halt in diesem Falle eine etwas besondere Situation, dessen sich ja auch Mike Drack nämlich bewusst ist. Er sagt, nach dem Rennen für den Lance war es natürlich ein schwieriges Rennen, wo er losgefahren ist. Dann muss man extrem Geduld haben. Man hat ein schnelleres Auto und man kommt nicht vorbei. Das ist schon sehr schwierig und ich glaube, er wurde dann auch überrascht. Und sagt weiter, ich glaube, es war in Kurve 6, wo er dann Aquaplaning hatte und dann war natürlich die Sache schnell zu Ende. Aber man muss es versuchen, man muss versuchen zu pushen, wenn man freie Fahrt hat, das habe ich auch vor dem Rennen gesagt. Und dass dann solche Dinge passieren in Monaco, das kommt vor, aber ist kein Drama. Ist aber kein Drama, heißt das hier an dieser Stelle richtig. Ja, die Frage ist nur, wäre es denn auch bei einem anderen Fahrer kein Drama? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Vor allem auch, wenn man mal diesen krassen Unterschied in der Fahrerwertung sich mal anschaut. Eben Fernando Alonso mit 93 Punkten aktuell auf Rang 3 und nur 12 Punkte hinter Sergio Perez. Und zum Teamkollegen zu Lance Stroll muss man schon ziemlich weit runter gucken in der Tabelle. Und man findet ihn nur am 8. oder auf dem 8. Platz mit gerade einmal 27 Punkten. Und das ist sicher nicht das, wo sich das Team sagen sollte, dass das so in Ordnung ist. Vor allem auch gerade, wenn wir mal den Blick werfen in die Konstrukteurswertung. Da ist es ja nochmal, kommt es ja nochmal besonders drauf an, denn Mercedes ist nur ein Punkt hinter Aston Martin. Und man muss natürlich auch ehrlich sein, die meisten dieser 120 Punkte, die der Aston Martin in diesen 6 Rennen schon nämlich einfahren konnte, stammen eben von Fernando Alonso, der ja bekanntermaßen jetzt eben schon 5-mal auf dem Podium war und nur einmal Platz 4 holte, also knapp am Podium vorbei geschlittert war. Dann ist es ja umso wichtiger, gerade auch, wenn ja ungewiss ist, wie es mit der weiteren Mercedes-Entwicklung aussieht, dass die da möglicherweise ordentlich Druck machen können und sicherlich auch werden, brauchst du natürlich einen zweiten Fahrer, der entsprechend auch die maximale Anzahl an Punkten holt. Und für Lance Stroll war es jetzt ja bereits schon der zweite Nuller in dieser Formel-1-Saison. Und auch sonst hat man ihn ja in diesem Jahr auch noch nicht auf dem Podium erlebt. Also auch da muss man dann auch genauer hingucken, weil wir wissen, jeder Punkt in der Konstrukteurswertung, der macht einen Millionenunterschied. Und wenn da dein zweiter Fahrer das nicht abliefert und halt nicht in der Form bringt, wie du es halt ihm als Team brauchst, dann wird es irgendwann auch ein bisschen brenzlig. Ja, und Alonso, der eben ja auch gerade auf Platz 3 liegend, wie schon sagte, ja ordentlich Dampf macht. Sergio Perez nur 12 Punkte dahinter liegt, also auch da in Lauerstellung ist. Das heißt, möglicherweise bei einer nächsten Nullnummer von Perez und einem weiteren Podium von Fernando Alonso könnte das schon bald sich da drehen, das Blatt. Und wir gucken mal, was Lance Stroll selber nämlich zum Rennen zu sagen hatte und sagt Folgendes. Um ehrlich zu sein, war das kein Rennen, an das man sich erinnern kann. Die erste Runde war ziemlich ereignisreich. Viele Zusammenstöße, viele herumfliegende Teile. Durch diese Zusammenstöße wurde das Auto ziemlich stark beschädigt, aber ich konnte trotzdem einige der Autos vor mir überholen.
Und weiter heißt es, und ich konnte ein paar Überholmanöver starten, was Spaß gemacht hat. Aber schon vor dem Regen hatte ich ein wenig Mühe, das Auto zu verlangsamen. Und als es dann zu regnen begann, konnte ich das Auto wegen der Bremsprobleme einfach nicht mehr stoppen. Abschließend, ich glaube, ich bin da draußen etwa 5-mal in die Mauer gefahren, aber es war einfach nicht mein Tag. Glückwunsch an Fernando für ein hervorragendes Ergebnis. Ich werde nächstes Wochenende in Barcelona in die Punkteränge fahren wollen. Ich freue mich schon auf Spanien. Ja, hat er sich ja mal ein Ziel gesetzt, ne? In die Punkteränge fahren zu wollen. Das ist auch das Mindeste, was das Team erwartet. Ich glaube aber auch, selbst ein 8. oder selbst ein 7. Platz ist nicht mehr das, womit sich da ein Aston Martin zufrieden gibt. Vor allem eben, weil man sieht, zu was das Auto imstande ist. Und wir wissen, das Auto funktioniert auf allen Strecken gut. Ist ja auch das, was Marc Surer schon des Öfteren bei uns in den Analysen ja auch schon gesagt hat. Und da brauchst du halt eben auch einen Fahrer, der eben dieses Auto, das Beste, also das Maximal aus diesem Auto rausholt, und in diesem Fall wäre es dann vielleicht die Plätze 3 und 4, wenn man mal so betrachtet, wo bisweilen oder zumindest mal die Plätze 3 bis 5, wo da realistischerweise Aston Martin ist oder halt eben auch noch stärker werden könnte. Aber Platz 1, naja, wie gesagt, da für den großen Sieg, da braucht es diese besonderen Umstände. Ansonsten sehen wir dann auch in den nächsten Rennen, vor allem eben auch jetzt Barcelona, wieder einen nämlich vorne, und das ist natürlich Max Verstappen. Das große Fragezeichen, wenn dann eher bei Checo Perez, eher mal dann am Freitag mal warten, wie es da, ja, wie da so seine Stimmungslage sein wird. Das lässt sich ja schon recht früh zu Beginn des Rennwochenendes ja auch erahnen oder erkennen vielmehr. Vor allem auch an den Aussagen, spätestens an den Aussagen von Helmut Marko, der, wie wir wissen, ja auch kein Blatt vor den Mund nimmt und ja auch natürlich in den Medien auch keine Probleme damit hat, Checo Perez zu kritisieren, wie schon oft geschehen. Ja, aber einer bleibt natürlich die größte Überraschung der Saison, und das ist schlechthin einfach Fernando Alonso. Das kann man nicht anders sagen. Glaube ich, kein anderer hätte mit ihm gerechnet, und schon gar nicht er selber eben. Überragende 5-mal aufs Podium zu fahren, ist schon was Besonderes. Vor allem unter dem Aspekt eben, wo sich Aston Martin auch noch im vergangenen Jahr nämlich bewogen hat. Und die große Frage, die dabei im Raum steht, kann ein Fernando Alonso einem Max Verstappen noch gefährlich werden in diesem Jahr? Und da gibt es nämlich einen langjährigen Formel-1-Fahrer und heutigen TV-Experten, nämlich bei Sky, die Rede ist von Timo Glock, der das alles andere als ausschließen will. Und schiebt nämlich in seiner Kolumne bei Sky nach dem Rennen von Monaco Folgendes. Verstappen hat noch einen komfortablen Vorsprung, wenn aber mal ein, zwei Rennen nicht so laufen, die Technik vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, ist Alonso da und nimmt die Punkte mit. Ja, Laufklammern kann man sich wirklich sicher sein, oder dessen kann man sich wirklich sicher sein, so ja, hungrig wie nun mal auch Fernando Alonso ist. Denn wiederum für Timo Glock steht Folgendes fest: Alonso kann wirklich ein Hauptgegner für Verstappen werden. Vielleicht ergibt sich also noch ein spannender Kampf. Ja, das, was eher so ein bisschen, muss ich sagen, nicht gerade motivierend für Alonso sicherlich ist, ist vor allem der Umstand, dass Verstappen in diesem Jahr, in dieser Saison, bisweilen fast noch keinerlei Fehler gemacht hat, nicht mal einen Hauch von Nerven irgendwie zeigte oder das Gefühl hatte, überhaupt Druck zu verspüren von keiner Seite aus. Das ist das, was ja auch Max Verstappen so gefährlich macht. Aber vielleicht ist das ja auch der Umstand, den ein Fernando Alonso braucht, um eben auch dann vielleicht noch ranzukommen an Max Verstappen, wenn sich die Gelegenheit für ihn bietet. Man sieht, die beiden verstehen sich, das war ein Bild eben nach dem Qualifying am Samstag. Beide natürlich sicherlich Spaß gehabt, Fernando Alonso und Max Verstappen. Das ist das auch, was ein Qualifying braucht, dass du es eben, ja, dass du es eben nicht gleich weißt, wer eben die Pole Position hat, sondern dass es eben noch spannend wird. Hier auch eine ganz tolle Geste von Max Verstappen, von Fernando Alonso gegenüber Max Verstappen. Also auch da, man sieht die beiden Champions, die jetzt zusammen insgesamt 4 Weltmeistertitel ausmachen, die wissen sich auf jeden Fall auch zu schätzen. Ja, und vor allem auch, glaube ich, der erste Antrieb ist ja für einen Fernando Alonso jetzt erstmal Perez von P2 zu schmeißen in der Fahrerwertung. Nur 12 Punkte liegt da ja bekanntermaßen ja auch vor ihm, beziehungsweise liegt Perez vor Alonso, und vielleicht könnte das schon bald ganz anders aussehen. Timo Glock sagt, Fernando Alonso mit seiner großen Erfahrung und dem Speed des Aston Martin hat unfassbar viel Spaß im Auto und ist hochmotiviert. Da darf sich Perez keine großen Fehler mehr erlauben.
weil Alonso da ist, immer wieder auf dem Podest steht und Verstappen so langsam unter Druck setzt. Naja, so langsam unter Druck setzen würde ich so noch nicht, sehe ich momentan noch nicht. Im Qualifying war es jetzt spannend, ja. Das wäre sicher auch unter Umständen auch entscheidend gewesen, wenn Alonso auf der Pole gestartet wäre. Und wir wissen auch, die, ja, wenn man von einer Schwäche spricht von Red Bull, dann ist es ja die Startschwäche, also was eben auch den Start von Max Verstappen wiederum auch betrifft. Aber das sah jetzt ja in den letzten beiden Rennen ja auch schon wirklich viel, viel besser aus. Vor allem eben jetzt auch vielleicht nochmal eine extra Motivation für Fernando Alonso, denn am kommenden Wochenende steht ja der Heim-Grand Prix von Fernando Alonso, aber natürlich auch den von Carlos Sainz an. Aber ich glaube gerade Alonso, der hat richtig Bock, vor heimischem Publikum erstmal ja, seinen als Lokalmatador mal so seinen ganzen Fans zu zeigen. Und mich würde es nicht wundern, wenn da gefühlt mehr Alonso-Fans da sind, die vielleicht irgendwo wieder erwacht wurden, die es mal in den Jahren 2005 und 2006 gab, eben als Alonso da Michael Schumacher vom Thron stieß und er wirklich alles ja in Anführungsstrichen in Grund und Boden fuhr. Und jetzt sehen, Mensch, da ist er wieder, unser Fernando Alonso. Da könnte man auch ein paar, auf ein paar Gedanken kommen. Was wäre eigentlich, da, das sind alles Was-wäre-wenn-Fragen, es diesen Unfall von Michael Schumacher 2013 nicht gegeben hätte und vielleicht ein Michael Schumacher heute noch in der Formel 1 fahren würde. Klar, ein paar Jahre trennen die beiden natürlich voneinander, aber warum nicht? Was ein Fernando Alonso kann, warum soll das ein 7-maliger Champion nicht auch können? Ja, vor allem auch gerade, wir sehen hier genau richtig, das ist nämlich der letzte Sieg von Fernando Alonso. Das ist lustigerweise nämlich genau vor 10 Jahren. Es war nämlich auch Spanien 2013, als Fernando Alonso im Ferrari damals noch seinen bis dato letzten Rennsieg nämlich feiern konnte. Da sieht man es auch hier mit spanischer Flagge. Also auch das natürlich für ihn, für jeden lokalen Matador natürlich das, was man möchte, vor heimischem Publikum zu siegen. Und das ist sein 32. oder war sein 32. Rennsieg und es wäre doch schön, 10 Jahre später, auf den Tag genau 10 Jahre später, auch wieder beim Heim Grand Prix dann den nächsten Sieg zu feiern und dann eben Rennsieg Nummer 33. Das wäre doch schön. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.